Ja, hier entlang und damit herzlich willkommen zu Neverwinter 2 in der neuen Woche. Ja, die Woche, in der meine letzte Arbeitswoche quasi. Ja, es ist echt spannend, wie die Zeit voranschreitet. Und zu den Klassenzimmern oder zu den Ausbildern. Ich habe gelesen, für Jarrow braucht man zwei Seelen. Die Frage ist, ob den Teufeln nicht auch noch eine Seele aus dem Seelenlager reicht, weil wir haben ja eine Seelenhülle so gefunden und dann vielleicht finden wir jetzt noch irgendwo eine mit irgendeinem Hebel. Da war doch noch irgendwas mit einem Hebel, oder? Und noch irgendwas anderes. Und vielleicht reicht es ja, wenn wir... In Ups. der In der Tat. Tat, die Dunkelheit, sie ist über uns hereingebrochen. Vielleicht reicht es ja, wenn wir eine Seele aus dem Seelenlager mitnehmen und dann müssen wir nicht handeln, denn je nachdem, wie gut wir im Verhandeln sind, da wir ja Garn dabei hatten, waren wir sehr gut im Handeln, müssen wir ein oder zwei, ich meine zwei oder drei Seelen mitbringen und dann müssten wir eigentlich noch eine dritte Seele auftreiben können und das müsste ja dann die aus dem Seelenlager sein, oder? Das heißt, eigentlich müssten wir gar nicht wetten und den... Ups. Das müsste dann gar nicht die aus der Wette sein. Eigentlich müssten wir irgendeine beliebige mitnehmen können. Hier die Seelenhülle zum Beispiel. Probieren wir es einfach mal. Die leihen wir jetzt aus. Oh, können wir eigentlich eine ausleihen oder müssen wir das noch zeigen? Gab mir diese Bescheinigung, damit ich wieder Seelen ausleihen kann. Akzeptabel. Zwei Ausleihen sind euch hiermit gestattet. Okay. Hier Regeln, wer seid ihr? Okay, das haben wir jetzt. Jetzt können wir wieder zwei ausleihen. Sehr gut. Ich glaube, sonst hätten wir jetzt gleich einen Mechanismus ausgelöst und wären elendlich gestorben. Oh ja. Wir laufen schon wieder in die falsche Richtung. Das schaffen wir jedes Mal vorzüglich, dass wir das tun. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergehen wird. Ich weiß es zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht. Ich habe mich mit der Internetseite des Arbeitsamtes auseinandergesetzt. Ich war begeistert von deren Funktionen. Das Haus, das Verrückte macht, ist nichts dagegen. Aber auch als Student, hupsi, stopp. Oder vor allem als Student, der einmal in grauer Vorzeit BAföG beantragen musste, kennt man sich mit Formalia ja einigermaßen aus. Obwohl, ehrlich gesagt, der weiß ich nicht, ich brauche aber zum Glück keinen Hartz-IV-Antrag, aber ich habe mal einen machen wollen, weil ich genau neben dem Studium nicht arbeiten konnte. Aber da man dann nicht frei ist für den Arbeitsmarkt, bringt einem auch Hartz IV nichts. Besser mal gesagt, man kriegt es nicht, weil man nicht frei ist für den Arbeitsmarkt. Man studiert ja Vollzeit und dann bringt das ja nichts. Das war sehr sinnvoll, diese Einschränkung. Ja, aber ich will ja kein Hartz IV beantragen. Ich habe ja gearbeitet. Ich will ja eigentlich nur einen Nebenjob oder so. Weiß ich noch nicht. Eigentlich will ich etwas anderes hauptberuflich machen, wo man nicht ad hoc Geld verdient. Das ist sehr ungünstig. Mal gucken, was bis hierhin herausgekommen ist. Ich werde es bis dahin erfahren haben. So, du nervst. Du könntest einmal verschwinden. Machst du nicht? Dann halt nicht. So, wir gucken mal, ob das jetzt was gebracht hat mit den Hornteufelchen. Hallo. Ich möchte euch etwas abkaufen. Wir wollen nur dienen. Okay, dann war das wohl nicht das Richtige. Aber wir haben hier eine Seelenhülle. Und wir haben noch was anderes. Wir haben nämlich die Seele 223. Offensichtlich war es nicht die richtige. Das ist komisch. Woher kriegen wir denn die dritte Seele? So, ich habe auch noch gelesen, wir haben auch diesen Würfel, nicht wahr? Hier Und entlang. irgendwas kann man dann machen. Ich gebe uns mal die In der Tat. strahlende Essenz selbst. Hier ist die, nicht wahr? Und dann benutze ich da mal den Gegenstand drauf. Nichts geschieht. Okay, kann ich das vielleicht auf eine Seele benutzen? Nichts geschieht. Auf eine tadellose vielleicht? Oder ich gebe das Ganze mal Saphir. Hier entlang. Und Saphir kann ich vielleicht benutzen, weil sie höherstufig ist. So, wir haben jetzt hier eine tadellose Energieessenz. Nichts geschieht. Oder brauchen wir eine Geistessenz dafür?
In der Tat. Haben wir denn noch eine Geistessenz irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Hallo? Das Vettelauge haben wir. Die Seelenhülle haben wir. Aber sonst? Ja. Ja, hast du vielleicht noch eine Geistessenz? Die letzte haben wir irgendwie verbraucht, oder? Ja. Hast du noch eine Geistessenz? Oder du? Hier, du hast noch eine flüchtige Erdessenz. Wow, ich bin beeindruckt. Geistessenzen. Ja, ich weiß, die halten wir, wenn wir Geister absorbieren. Ich bitte euch, mir sofort zu folgen. Ach, schade. Aber wie? Wie machen wir das denn jetzt? Naja. Was heißt hier, naja, wir müssen ja schon eine Entscheidung treffen. Ich glaube, wir können noch eine Seele aufsaugen, oder? Kann das sein? Ich will schon Evangelo, ich will ihm irgendwie helfen. Das heißt, wir brauchen zwei Seelen noch. Aber wie kommen wir da dran? Steht irgendwas im Tagebuch? Vier gescheiterte Seelen? Im Ausbilderquartier habt ihr ein Podiumset am Boden gefunden. Es hat auch den Anschein, als sollte jemand auf dem Podium stehen, über das das Licht geleitet wird, bevor es auf den ersten Spiegel trifft. Ob es wichtig ist, wer sich in den Weg des Lichts stellt, bleibt abzuwarten. Versucht, das Licht zum anderen Ende des Raumes zu schicken, wo auch immer das sein mag, und beobachtet die Wirkung der Person, die am Ursprung steht. Ah, okay, das heißt, müssen wir uns da hinstellen? Obelisk. Dann stellen wir uns da mal hin, oder? Und schicken das mal da durch. Nee. Vielleicht Saphir? So, und du kriegst jetzt den Befehl. In der Tat. Stellung halten. Lasst euch nicht zurückdrängen, Freunde. So leicht wie träumen. So leicht wie träumen, ja. Oh, ich glaube, das war richtig. Wow, Saphir. Und jetzt? Geht's dir gut? Und was ist auf der anderen Seite? Aber es hat nicht Paling gemacht. Und nichts. Sie ist ja eigentlich auch eine Schülerin, oder? Wenn wir jetzt eine Seele erhalten haben. Oder war das die verwirrte Seele, die verirrte Seele? Ich habe keine Ahnung. Kam jetzt hier durch? Da rein? Es hatte auf jeden Fall eine andere Wirkung als vorhin. Oder? Liegt jetzt hier vielleicht irgendetwas? Huch! Tatsächlich. Ein verletztes Bild und ein Ebenbild. Ach, wir haben ja auch. Vier gescheiterte Seelen. Nichts geschieht. Vielleicht gäbe es eine Reaktion auf die Quelle des Bildes. Wir haben Ebenbilder erschaffen und wir haben unsere Seele eingesammelt, oder? Was haben wir denn jetzt für eine Seele? Seelenabbild. Die Hülle hat etwas Surrealistisches. Sieht aus wie das Behältnis einer Seele, aber sie ist schwerelos und besitzt keine materielle Komponente. Wie Nebel teilt sie sich vorübergehend, wenn man mit dem Finger durchfährt. Als wäre sie nur Abbild einer Seele und ihre Hülle. Nur indem ihr eure Hände darüber runterhaltet, könnt ihr sie bewegen.
Und auch nur sehr langsam. Okay, jetzt gehen wir mal zurück. Und sprechen Saphia mal an. Geht das? Das hat ja schon komisches Licht gemacht. Also komischer, als wenn, als wir da standen. Bei ihr ist es irgendwie so schwarz geworden. Das ist natürlich interessant. Mal gucken. Vier gescheiterte Seelen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir können nicht zurück davor. Ich meine danach. Und deswegen müssen wir diese Amonjaro-Quest auf jeden Fall noch irgendwie abschließen. Sag mal, Saphia, jetzt könnt ihr euch mal wieder bewegen. Sprichst du noch mit mir? Mir ist bewusst, dass Träume etwas Persönliches sind. Aber wenn ihr dazu bereit seid, würde ich gern von den Träumen hören, die ihr beim Zirkel hattet. Wovon handelten die Träume? Ah, okay. Ich sah einen alten Gefährten gefangen in einer verdammten. Ich war im Schleiertheater. Ahriman war auch dort. Okay. Ich sah einen alten Gefährten in einer verdammten Mauer. Eine Mauer aus Seelen. Ich. Wer war dieser Gefährte? Ach, ein Arschloch war das. Ups. Er hat es verdient. Nein, es ist alles, woran ich mich. Sein Name war Bishop. Er war in dieser Mauer gebunden und hat offensichtlich Bishop. Schmerzen. Wie war er denn so? Er hat mich hintergangen. Er hat seine gerechte. Er war verbittert, wütend, kaum mehr. Er war ein schlauer Mann, wusste immer, dass man sich zuerst. Nee. Verstehe. Was habt ihr noch in eurem Traum gesehen? Nun, diese Mauer war ziemlich ungewöhnlich. Ich habe Geschichten über eine solche Mauer gelesen, aber ich erinnere mich nicht an die Details. Ihr seid eine schlechte Lügnerin, selbst wenn ihr nur Details auslasst. Diplomatie. Netter Versuch, aber ich bezweifle, dass ihr irgendetwas vergesst. Dafür seid ihr zu schlau. Ich habe Träume, besser gesagt Albträume von dieser Mauer. Okay. Da ist dieses Gefühl, gestreckt zu werden und ein nie endender Schrei. Ein langer gemeinsamer Schrei von Männern, Frauen, Kindern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass sie mich verfolgt. Ich weiß nicht, warum ich von ihr träume oder warum ihr sie auch gesehen habt. Ich würde lieber über einen anderen Aspekt eures Traums reden. Jetzt wird's unangenehm, ja? Euer Albtraum von der Mauer, wie geht der aus? Danke, dass ihr mir davon erzählt habt. Ich weiß, dass es schwierig sein kann. Ist doch nicht der Rede wert. Und was habt ihr im Traum noch gesehen? Ich war im Schleiertheater. Magda und die Schauspieler haben mich eine Rolle in einem Stück spielen lassen. Interessant. Das bekräftigt Lianas Rolle in diesem Rätsel. Selbst wenn es keine Antworten bringt. Was geschah in diesem Traum? Ich sollte die Rolle des Verräters übernehmen, bevor Mirkul ihn ergriff. Mirkul, der einstige Gott der Toten. An seiner Stelle herrscht nun Kelim vor. Kelim vor, Kelim danach. Ein Halbleichnam, ein Drache und ein Chelestischer sagten mich, sie würden meine Wiederkehr erwarten und das Öffnen einer Tür. Ein seltsames Trio. Diese drei Kreaturen vertragen sich selten. Ich frage mich, ob es Bilder existierender Bestien waren oder nur Symbole. Das Ganze ist symbolischer Natur. Schauspieler attackierten, das Publikum. Und die Schauspieler. Ich muss sehr schlecht gewesen sein. Ich frage mich, ob die Angriffe der Schauspieler Teil des Stückes waren oder euren Schauspielkünsten galten. Ich glaube, zweiterem. Wovon handelten die Träume? Ich sah eine Magierin rot. Sie sah aus wie ihr. Ach, aber war auch dort. Wirklich? War sie ich? Hat sie euch erkannt? Nannte sie sich Saphia? Und was hatte Ahriman dort zu suchen? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Ich habe den Namen der Frau nicht vernommen, aber sie sprach mit mir, als würde sie mich gut kennen. Die einzige mir bekannte Person, die mir ähnelt, ist meine Mutter. Aber was sollte sie in eurem Traum machen? Und wieso sollte sie mich kennen? Ahriman sprach mit mir, als ob wir Brüder wären. Dabei könnten wir nur Brüder und Schwester sein. Was? Brüder? Aber wie könntet ihr mit diesem meuchelnden. Natürlich, es war nur ein Traum. Häufig besteht keine Verbindung zwischen unseren Gedanken im Schlaf und der wachen Wirklichkeit.
Ahraman wartete beim Tor, das sagte, dass es wieder der Ort sei, an dem er mit jemandem stand, den er Verräter nannte. Dieser Beiname, Verräter. Ich habe ihn schon einmal gehört, aber ich kann es nicht einordnen. Kreuzzug des Verräters, bla bla bla. Die Frau deutete an, dass Ahraman sie verfolgte. Das klingt seltsam passend, falls ihr von meiner Mutter träumtet. Ahraman will sie tot sehen. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Wovon handelten die Träume? Ich habe eigentlich schon alles gesagt. Was den Traum betrifft, so ist das alles, woran ich mich erinnern kann. Danke, dass ihr das mit mir geteilt habt. Ich war neugierig, was ihr gesehen habt. Meine Mutter und Ahraman scheinen beide Teil dieses Rätsels zu sein. Ich weiß nur nicht, wie oder weswegen. Dennoch, wir werden bestimmt ein paar Antworten in der Akademie finden. In der wir sind. Ich möchte gerne etwas anderes besprechen. Was möchtet ihr gern wissen? Oh, ist alles gut. Kann ich inzwischen mal mit Garn sprechen? Ja. Alles in Ordnung? Ich denke gerade an diese Mauer der Ungläubigen. Ich weiß, dass euer Fluch echt ist. Wenn sie von einem eurer Götter erzeugt wurde, dann ist vielleicht auch diese Mauer der Ungläubigen echt. Also? Ich sehne mich einfach nicht danach, eingesperrt und am Ende vergessen zu werden. Das ist alles. Gut. Wenn ihr diesen Fluch bekämpft, dann bekämpft ihr vielleicht auch die Strafe dieses Gottes. Und das ist ein Kampf, an den ich glauben kann. Sehr schön. Gut, ich habe Fragen an euch. Natürlich. Fragt, was ihr wollt, und ich tue mein Bestes, um zu antworten. Könnt ihr mir etwas über Taibergen erzählen? Was ist denn das? Das machen wir vielleicht später. Das machen wir nächste Woche. Ja, das ist... Was heißt hier nächste Woche? Das machen wir am Mittwoch. Das ist doch spannend, oder? Was Garn über Taibergen weiß. Ja, stay tuned, sage ich da nur. Bis zum Mittwoch. Und gehabt euch wohl. Bis zu unserem nächsten Treffen.